Krummhörn. Auch von mir moin aus Krummhörn. Wieso Krummhörn? Ich nehme an, weil die Küstenlinie so krumm rund, ist. So gebogen rund läuft hier Richtung. Ja, also wir sind jetzt auf dem Weg nach Greetsiel. Wir wollen mal den Stellplatz in Greetsiel ausprobieren. Es ist richtig schwer, was los ist. Und alles, was vier Reifen und ein Klo hat, ist unterwegs. Die Stellplätze sind alle voll. Ja, mal sehen, ob wir noch einen kriegen, ne? Ja, pass auf. Ja. Sonst fahren wir weiter. Sonst fahren wir einfach weiter. Wir haben nichts gebucht. Wollen wir auch nicht. Wir wollen ja flexibel sein, ne? Genau. Ja, viel Spaß mit diesem Video. Bis später mal. Der Reisemobilhafen Greetsiel liegt am Ostrand vom Ort und bietet 55 gebührenpflichtige Plätze an. Jetzt Anfang März war nur der vordere Parkplatz geöffnet. Die Bezahlung erfolgt über einen Parkscheinautomat. Am Platz gibt es Frischwasser und Strom. Ebenso könnt ihr euer Grau- und auch Schwarzwasser hier loswerden. Das Zentrum von Greetsiel ist gut zu Fuß erreichbar. Der kleine Küstenort ist bekannt für seinen Hafen mit der größten Kutterflotte Ostfrieslands. Ebenso ist Greetsiel bekannt für seine Backsteinhäuser aus dem 18. Jahrhundert. Unsere Ausflugstipps wären das Erkunden von den Wafendörfern in der Umgebung, den Leuchtturm in Pilsum besuchen oder den höchsten Leuchtturm von Deutschland in Kampen zu besuchen. Ebenso gibt es tolle Ausflugsfahrten mit dem Schiff ins Wattenmeer oder zu den Inseln. Norddeich gibt es zwei Wohnmobilstellplätze und einen Campingplatz. Wir stehen hier auf dem Wohnmobilhafen am Dörper Weg, direkt am Erlebnisbad Ocean Wave. Es ist Platz für 100 Mobile. Der maximale Aufenthalt beträgt 3 Nächte. Hunde sind im Preis von 11 Euro die Nacht enthalten. Hinzu kommen 2,50 Euro pro Person Kurtaxe und 1 Euro Strom für 2 Kilowattstunden. Dusche und WC kosten extra. Bis zum Strand sind es knapp 1000 Meter. Unsere Ausflugstipps für euch wären das Ocean Wave, das Teemuseum, die Seehunde-Aufzuchtstation und ein Ausflug nach Jüst oder Norderney. Thank you.
Hallo. Da hinten, ganz hinten ist Norderney. Das stimmt. Und da ist Jüst. Oh. Die Insel Jüst. Mhm. Ja, und dann kommt irgendwann noch Borkum. Aber das ist weiter draußen. Die Insel sieht man nicht. Nee. Also hier in Norddeich ist alles erneuert worden. Der Weg hier zum Strand ist neu. Zwischen Strand und Düne ist neu. Und unten am Strand, guck mal, da gibt es auch noch einen Weg. Der ist auch neu. Da unten. Ja, ja. Und die sind noch am Machen hier. Neuharlinger See gibt es einen Wohnmobilstellplatz am Fähranlegerplatz nach Spiekeroog, direkt am Hafen. Und es gibt einen großen Campingplatz hinterm Deich. Dort gibt es auch Plätze für Wohnmobile. Wir hatten schönes Wetter und haben uns für den offenen Platz am Meer entschieden. Auch hier beträgt die maximale Parkdauer 3 Nächte. Es ist Platz für 23 Mobile. Am Platz gibt es Frischwasser und Strom, Hunde sind auch erlaubt. Die Stellplatzgebühr beträgt 20 Euro plus 3 Euro Kurtaxe pro Person von März bis Oktober. Die Gebühr wird am Automaten bezahlt. Unsere Ausflugstipps für euch wären ein Tagesausflug zur Insel Spiekeroog, ein Besuch des Meerwasserschwimmbades, eine Wanderung zur 2,5 Kilometer entfernten Mühle. Und ein Besuch des Buddel-Schiffsmuseums ist bestimmt auch interessant. Der 300 Jahre alte Hafen prägt den Ort. Hier im Westteil von Neuharlinger See sieht man den großen Campingplatz hinter dem Deich und den mega super Strand am größten Wattenmeer der Welt. Hier auf der Luftaufnahme seht ihr deutlich die Schleuseninsel mit dem Stellplatz. Hier ist Platz für 30 Wohnmobile, es dürfen auch Wohnwagen hier stehen. Hunde sind auch erlaubt.
Der Platz kostet 12 Euro plus 3 Euro für Strom und Frischwasser am Tag. Direkt vom Campingplatz aus geht ein Weg hoch zum Deich. Hermann! Ja? Wo sind wir hier? Wir sind hier am Jadebusen, Wilhelmshaven auf der Schleuseninsel. Ja, das ist richtig schön hier. Da hinten ist ein Leuchtturm. Ja. Das ist ein schöner, richtiger Stein. Ja, das ist fast wie an der Nordsee. Ist ja auch die Nordsee, ne? Ja, das ist die Nordsee. Und jetzt gehen wir nach Wilhelmshaven rein. Der Campingplatz liegt sehr ruhig und idyllisch. Unsere Ausflugstipps für euch wären ein Besuch des Deutschen Marinemuseums in Wilhelmshaven, das Wattenmeermuseum, das Seewasseraquarium oder das Küstenmuseum. Es gibt viel zu entdecken. Saw you paint a picture of a face, a face that wasn't even close to mine. I know I shouldn't. Hallo. 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 Wir stehen hier auf der Kaiser-Wilhelm-Brücke auf der Transalps. Ja, das ist das Wahrzeichen von Wilhelmshaven. Ja. Da muss man ja einmal mal drüber gehen. Ne? Ja. Ist nicht weit vom Stellplatz entfernt von der Schleuseninsel. Und okay. Zwar einen knappen Kilometer, ne? Ja? Ne, das ist schon mehr. Schon mehr? Ja, anderthalb. Na gut. Luftlinienkilometer, ja. Ich kann immer schlecht schätzen. Ja. Also wenn alles Hermann gut sagt 1,5 Kilometer, dann stimmt das. Ne? Ja. Also vom Stellplatz bis zur Brücke. Und jetzt gehen wir nochmal in die Innenstadt. Ja. Ja. Also man kann auch alles mit dem Bus abfahren. In der Nähe vom Stellplatz gibt es auch Haltestellen. Ja. Jo. Die Nummer 8. Genau. Had this conversation more than ten. After 9, I still wish you.